Hey ho und willkommen zurück in Flanoir, Flaneur, whatever. Der Stadt der Besinnung, der Weihnachtlichkeit, der holden Damenwelt. Okay, das war eher Altamira. Von Let's Play Tales of Symphonia. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir zuerst lang? Ich gehe zuerst hier. Ja, wir müssen erstmal Stadt besichtigen. Hallo, man. Der Elementargeist des Eiseshausen soll liegen südlich der Stadt. Das habe ich schon gehört. Da muss es noch kälter sein als hier. Warum? In einer Höhle kommt, keine Ahnung. Iglos sind ja auch wärmer von innen. Also gehe ich davon aus, dass Höhlen auch wärmer von innen sind als draußen. Ja, macht Sinn, oder? Nee, Skulpturen, die sich ja sehr beeindruckend. Wo sind die denn? Hallo, man. Wenn der Einfluss des Elementargeistes dazu führt, dass es schneit, muss es irgendwo eine Wüste geben, die auf dieselbe Art entstanden ist. Oh, yeah, man. Das könnte der Ifriti-Tempel sein. Also da bei der Wüste mäßig halt. Hallo, bärtiger Kerl. Wie geht es dir? Hallo, willkommen, Chalab. Waffen- und Rüstungsladen. Crap. Crap. Doppelcrap. Hab ich schon Crap. Noch mehr Crap. Obwohl, Blitzschwert. Hab ich schon. Crap. Crap. Doppelcrap. Mein Gott, gibt's hier nichts, was ich gebrauchen kann? Oh, eine Signum-Robe. Opel Signum. Ja. Wenn Sie diese Robe tragen, dürfen Sie in diesen Wagen einsteigen. Oh, okay. Ja, scheiße. Ganze zwei Ausrüstungsstücke, die ich gebrauchen kann. Klasse. Danke, ihr Helden. Also, es hat sich doch nicht gelohnt. Also, ich hatte ja schon überlegt, ob ich zwischendurch, also nach der Altamira-Episode hier direkt hinzugehen, um zu gucken, ob ich hier noch weitere gute Ausrüstungen sammeln kann. Aber ich habe mir gedacht, nee, lass sie mal lieber auch für nächstes Mal. So viel Stadt hintereinander will ich meinen Zuschauern nicht zumuten. Aber wir führen derzeit noch keine Anpassung aus. Okay, das könnte gut sein. Also mal gucken, was haben wir hier. 403 Grad, sehr schön. Das ist ja ordentlich warm. Ich brauche nichts. Danke, ihr Helden. Ja, 403 Grad, wo es kalt ist. Das passt doch wunderbar. Mal sehen, haben wir hier irgendwie einen Wunderkoch? Kann ich zu der Katze da oben, einkaufen? Obwohl, die ist doch bestimmt nur eine normale Katze, die, wo bin ich hier? Ja, ich komme beim Katzen. Ja, sag ich doch. Nein, will ich nicht. Ihr findet eh nie was, wenn ich euch sage, findet was. Was ist das hier, ein Pinguin? Yeti. Okay, das ist ein Yeti. Was ist das hier? Ein Koch? Oh, Wunderkoch. Was ist das hier, eine Muschel? Pac-Man. Oh, cool. Zum Glück. Der müsste ja eigentlich hier die ganzen Schneeflocken aufessen, oder? Und dann kommt er in die nächste Stadt. Okay, genug des Spaßes. Oh, mit der Frau habe ich noch nicht gesprochen, oder? Zuckerpüppchen, wie geht es dir? Pech, ich warte auf meinen Freund. Verdammt. Aber ich kriege eine Birne. Yay. Wo bin ich jetzt lang? Oh, hier gibt es eine geheime Passage, oder was? Egal, ich will zuerst diese Treppe. Das sieht doch nicht so aus, als würde man da lang gehen. Na gut, ich hätte es ausprobiert, aber so oft, wie man irgendwie so an Stellen blockiert wurde bereits. Aha, ich bin der König der Welt. Nein, doch nicht. Und hier kommt man nicht durch, klasse. Ja doch, da oben ist was. Also, erstmal die Day. Meine Freundin ist schon wieder sauer. Sie mag die Yeti-Kralle nicht, die ich ihr geschenkt habe. Ja, das ist, ihre Freundin ist eine Lesbe. Deswegen habe ich diese Stimme auch richtig gesprochen. Hallo, alter Mann. Oh, ja, Pinguinfedern. Ja, Pinguinfedern habe ich hier bei den Pinguinverkleidungen des Gegnern vor der Stadt bekommen. Wollte ich nur gesagt haben. Beim Trainieren. Und sogar genügen. Ich mache euch daraus ein paar Pinguinhandschuhe. Kommt nur, keine Scheu. Ja, warum nicht? Oh, gut, gut. Das ist mein erster Auftrag seit langem. Nur eine Minute. Oh mein Gott, der würde hier, glaube ich, in unserer Welt jegliche Produktivitätspreise gewinnen. Fertig, ein paar Pinguinhandschuhe. Hier, nehmt. Ich habe überhaupt keine fiesen Sachen eingebaut. Keine, wie heißt es? Fällt mir das scheiß Wort nicht ein. Willkommen. Schneewittchen und die sieben alten Säcke. Gut, einer ist zumindest da. Mondstein, ein Edelstein, die Max-Depium. 30%. Ja, das merken wir uns mal für später, glaube ich. Nicht schlecht, Herr Specht. Bis zum nächsten Mal. Obwohl, so wie mir der Gnom, den Arsch vollgesohlt hat, soll ich die vielleicht doch besser direkt mitnehmen. Okay, was haben wir hier oben? Diese Stadt ist huge. Also groß. Ziemlich, würde ich sagen. Hallo, Kätzchenfrau. Meine Frau, sein Wörter. Neid ist auf deine Schönheit.
spielen mit mir? Jawa, Spiel! Yes! Yes! Oh, Zitrusgel. Yes! Eine Frau hat mir Spiel mit mir gesagt. Oh, was für eine Einladung. Ulala. Hallo. Ganz gleich, was geschehen ist. Rettung ist immer möglich. Wenn dein Herz schwer ist, beichte im Tempel. Dann schneiden wir ein paar Stücke ab, damit es leichter wird. Und opfern sie unserem Dämonengott, Albartor, der Bohlendieter. Von der Aussichtsterrasse hat man einen schönen Blick über die Stadt. Das Panorama der Stadt wird seinem Ruf wirklich gerecht. Gehen wir dieses große, riesige Etablissement einmal von innen begutachten. Hallo, schöne Frau. Hallo, Madame. Ach je, dass ich dich hier treffe, Auserwählter. Ich muss Nistomai. Was? Ach, verdammt, ich habe es zu schnell nicht verfolgt. Ananaskiel. Oh, das war gut, glaube ich. Hallo, schöner Mann. Wir können die Lehren von Martell unabhängig von Wetter und Klima eines Ortes befolgen. Geh auf die Reise. Das ist ein guter Glaubensgrundsatz. Eine gute Reise. Gute Besserung. Wunderkoch. Yes, ich habe ihn gefunden. Ohne eine Komplettlösung zu bedingen. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich bringe euch ein Rezept bei, dessen Aromen perfekt ausgewogen sind. Chawanmushi. Nein! Dazu sage ich nichts! Nein! Nein! Ich kann mir selber Muschis machen! Yay! Wahaha! Ja, das war eine Frau backen. Man nehme Ei und eine Art von Fleisch. Aber Fleisch, das ist, hat eine schöne, zarte Textur. Mhm, ja. Chawanmushi. Was? Ich hab noch nicht mal eine Ahnung, was das ist. Außer der letzte Wortteil. Da, wo es um Poppen geht. Und dann in der Kirche. In der Kirche sind wir bestimmt keine Katholiken. Die würden alle sterben, obwohl... Gerade deswegen in der Kirche. Diese Kirche ist die einzige Einrichtung der Kirche von Martell in diesem Gebiet. In die Kirche, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Die Kirche in meinem Ort steht direkt am Puff des Ortes. Zuckerpüppchen, wie geht es dir? Möge Martell über euch wachen. Ananas. Ja, scheiß auf die Ananas. Jetzt wisst ihr, wie die Kirche wirklich tickt. Die sucht sich immer die schönsten Standorte heraus. Hallo, Mann. Von der Aufsicht, ach so, dich hatten wir schon durchgenudelt. La. Okay, oder? Moment, da oben geht's immer weiter, ne? Das ist hier so ein exklusives kleines Plattförmchen oder Plateau hier oben. Also, ja, ich versuche irgendwie dieses Dorf hier in eine Folge reinzuquetschen. Ich hoffe auch, dass mir das gelingen wird. Ansonsten muss ich ein paar Stellen vorspulen. Ich wollte nämlich jetzt nicht noch... Hui! Doch. Okay, wechsel mal kurz auf Colette. Au! Oh mein Gott, das hat sich schlimm angehört. 101 Dalmatiner. Oh, Penny. Sie ist ja so süß. Hast du mal einen Penny? Hast du mal einen Penny? Für die Pfanne! Fragte der Chinese von nebenan. So. Hallo, Kind. Frisches Gemüse gefällig? Oh, cool. Ich, werde mal meine Fleischreserven hier auffüllen für ein paar Rezepte. Das, oh, Flanoir-Trank. Ich werde mal einfach mal... Was macht der denn? Versteckt Angriff? Ich kaufe mal einen. Vielleicht brauche ich ja irgendwann mal wieder so einen Trank. Bei diesem Gummeletten. Zwiebel. Möri. Möri. Ja. Ein DSA-Charakter von mir heißt Mori. Also, vielleicht habe ich ihn, habe ich das irgendwie durcheinander gemixt. Ja, hörst du hier nochmal an? Maybe. Maybe little. Entschuldigung, ich weiß einfach nicht, wie ich deinen Namen richtig aussprechen soll. Na, keine Ahnung. So, belassen wir es dabei. Wir wollen ja nicht zu arm werden. Vielen Dank. Hallo. Hallo, Rosamund. Night ist auf deiner Schönheit. Was willst du? Oh, diese Frauen sind ja ganz schön heiß. Müssen sie wohl, um das Wetter zu kompensieren. Oh, hier stehen sie irgendwie Schlange. Endlich bin ich dran. Ich weiß schon gar nicht mehr, seit wie vielen Tagen ich in der Schlange stehe. Okay. Hallo, geliebtes Messern. Keine Chance, ihr müsst euch trotzdem anstellen. Das sehen wir noch. Apfelgehen. Mit wem habe ich jetzt eigentlich gesprochen? Mit der hinteren oder mit der mittleren? Bis ich endlich dran bin, habe ich bestimmt eine Erkältung eingefangen. Was ist denn das hier? Oh, cool, ich kann mich... Die steht draußen Schlange und der macht sich am Feuer gemütlich. Was für ein Arsch. Ihr seid auch erkältet, stimmt's? Fast alle meiner Patienten leiden unter Erkältung. Warum nur? Ja, warum nur? Könnte es am Wetter liegen? Nein, natürlich nicht. Es liegt am Holz, an der Innenausstattung. Ah, Erkältungsholz, überall. Oh, und die Laterne auch aus Holz. Ah, ich muss hier raus. Raus, raus. Oh, eine Sequenz. Entschuldigung.
Habt ihr zufällig Celsius-Träne? Fahrenheit-Träne vielleicht. Celsius-Träne, was ist das denn? Celsius-Träne ist eine berühmte Eisblume. Eisblumen! In Flanur, Flanur und so weiter. Sie hat die geheimnisvolle Macht, alles zu Eis erstarren zu lassen. Zu Eis erstarren lassen? Sowas habe ich ja noch nie gehört. Ach so, wenn ihr sie findet, sagt mir bitte Bescheid. Ich zahle jeden Preis. Okay! Immer eine sehr schlechte Ausgangsverhandlungsposition zu sagen, ich zahle jeden Preis. Und ihr seid vorsichtig, wenn ihr Celsius-Träne anfasst. Bei direkter Berührung erleidet ihr schwere Verbrennungen. Gefrierbrand. Top-Hits. Wir brauchen Top-Hits-Handschuhe. Wir sollen sie dann pflücken mit Top-Hits-Handschuhen. Mit Frischbeutel. Es passiert nichts, wenn ihr sie mit Pinguin-Handschuhen berührt. Cool, ich hab welche. Fragt den alten Mann in Zubehörladen. Stäbchen nach. Hab ich schon. Ah, sehr gut. Du bist niedlich. Hallo. Ihr habt keinen Platz mehr für Wundermittel. Ach, immer diese Viagra-geilen Schlampen. Sie tun, als wären sie minderjährig, um mir zu gefallen. Oh, damit haben wir die Rundreise bestanden. So, ich werde hier noch einen kurzen Save setzen. Bis gleich. So, ich habe auch direkt die Ausrüstung angezogen. Und mir fiel gerade auf, dass zwei Leute aus meiner Party, mit der ich Gnomen bekämpft habe, nicht die Agilität anhatten, mit die ich eigentlich gekauft habe, damit ich gegen Gnomen besser dastehe. Klasse. Ah. Okay, ich habe leider nicht viel was gegen Frost. Habe ich mal nachgeguckt. Die Pinguin-Handschuhen sind nicht wirklich gut. Ausrüstungstechnik, aber sie schützen halt vor Frost. Da ist die Frage. Na, landet! Da ist die Frage, ob ich die anziehen sollte für den Kampf. Okay, wie ist? Ich habe jetzt gedacht, das sieht doch auffällig aus, oder? Okay, bevor uns der Gegner frisst, steige ich nochmal auf. Okay, wenn das da nicht ist, wo ist es denn dann? Südlich, haben wir doch gesagt. Und das würde doch. Würde das nicht zu dem Dings passen? Moment. Ding, ding, ding. Auf der Karte ist doch auch hier. Der Punkt. Kann man sich da drauf landen oder was? Irgendwie bin ich jetzt gerade. Okay, ich muss anscheinend irgendwie reinfliegen. Tempel des Eises. Sieht nicht nach einem Tempel aus, das sieht nach Eis aus. Hallo, Rabe. Nimmermehr, nimmermehr. Nimm mich nicht mehr. Ah, so mies, nicht gut für uns Raben. Ah. Okay, also ich habe Genus nochmal zurück in die Party gesetzt, weil er könnte mit seinen Elementarsprüchen nicch unbedingt schlecht sein. Au! Photon! Photonenpop! Moment, wer macht das? Achso. Dieses komische Harpchen-ähnliche Ding. Eiskrieger! Wir sind die Eiskrieger! Wir kämpfen in der Nacht! Wir sind die Eiskrieger! Viel zu kalt für Sibirien! Sahara passt besser gerade. Wir sind die Eiskrieger! Oh, das Ding von ihm leuchtet aber lustig. Irgendwie. Oh, noch mehr Pinguin-Zeug. Ich gucke mich hier gerade. Aha, sehr gut. Ich wollte sagen, ich gucke mich um. Ob wir hier Schätze kriegen. Signum rum. Klasse, und ich kaufe mir den Krams auch noch. Defensor gefunden. Was ist ein Defensor? Defensor für die Party. Defensor. Na. Okay, das Telefon klingelt. Das ist ein guter Zeitpunkt, Schluss zu machen. Werde ich diesen Tempel jemals schaffen? All das in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia. Bis dann, ciao.